Was bringt mir die Warn-App Nina? Über die Warn-App Nina erhalten Sie Warnmeldungen von den zuständigen Behörden, also offizielle Informationen, keine Social-Media-Gerüchte. Sie werden auf die Warnmeldung mittels Push-Dienst aufmerksam gemacht. Sie erhalten eine Signalisation auf Ihrem Smartphone. Sie erhalten dort auch Verhaltensempfehlungen, die Ihnen helfen sollen, mit der jeweiligen Situation zurechtzukommen. Und Sie können die App kostenlos für Android und iOS aus den App-Stores herunterladen. Und Sie müssen dabei keine persönlichen Daten eingeben. Wie abonniere ich Warnmeldungen? Sie können entweder eine unbegrenzte Anzahl von Orten abonnieren, für die Sie dann die Warnmeldungen erhalten. Oder wenn Sie kein Problem mit der Aktivierung von Standortdaten auf Ihrem Smartphone haben, können Sie sich auch für Ihren jeweiligen Aufenthaltsort warnen lassen. Hierfür werden keine Standortdaten an das BBK übermittelt, sondern das Smartphone ermittelt, wo Sie sich aufhalten und aktiviert dann die Warnung für Ihren jeweiligen Aufenthaltsort. Woher kommen die Warnungen? Gefahrenmeldungen gehen bei regionalen Leitstellen in Deutschland ein. An 350 Orten in Deutschland ist das modulare Warnsystem des Bundes verfügbar. Hier kann der örtliche Einsatzleiter über das modulare Warnsystem des Bundes Warnmeldungen direkt über die Warn-App Nina adressieren. Darüber hinaus kommen Warnmeldungen vom Deutschen Wetterdienst. Wir transportieren über die Warn-App Nina die amtlichen Unwetterwarnungen des DWD. Sie kommen aus dem Hochwasserportal der Länder sowie von den Warnsystemen von BIWAP und Katwarn. Die Warn-App Nina ist eine sinnvolle Ergänzung aller vorhandenen Warnmittel. Zu denen gehören auch Sirenen, aber auch Rundfunk und Fernsehen. Installieren Sie sich die Warn-App Nina über die App-Stores für iOS oder für Android auf Ihrem Handy. Sie erhalten dann aktuelle Warnmeldungen für Ihren Aufenthaltsort oder für die abonnierten Orte. Weitere Informationen zu allen aktuellen Warnmeldungen finden Sie auch unter warnungbund.de.